Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück in Ghostwire. Wir sind gerade in einem Versteck von KK und schauen uns hier ein bisschen um. Und ich sehe gerade, dass ich hier den Kalender übersehen habe. Erinnerungsnotiz: 17 Uhr, Treffen mit Erika im Bahnhof Ibisu, Westausgang. Und ich wollte mir jetzt hier den Computerraum anschauen.誰? 仲間だ え? だったと言うべきか あいつは奪うことをためらわない 俺たちもそうあるべきだった 戦っていたのか? この人たちと一緒に気に入ったか持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた、何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。 武器も調達できたし、そろそろ行こうか。 Das ist nichts mehr, was ich mir anschauen kann. Okay, dann gehen wir hinaus. Kekkai-dato! Mansion-goto-oshitsubus-ki-ka! Kekkai-o-yaburu-hou-hou-ga-aru-hazda! Sagase! Wahrscheinlich muss ich nach oben, ne? Kekkai-no-kaname-da! Koizu-o-kowase! Eventuell, ein Gebäude drin, ne? Nani ga okotteru nda? Kekkai no sei de ano yo no kanshou ga tsuyoku natteru nda. Kono mama ja ano yo ni oshi tsubusareru. Also, Bogen zählen, bloß das Umspannen. Getroffen. Iso? Kappa-Roman. Ein Roman des berühmten japanischen Schriftstellers Bin Rinosuke Akutagawa, der 1927 veröffentlicht wurde. Die Geschichte wird aus der Perspektive einer Psychiatriepatientin, eines Psychiatriepatienten erzählt, der sich erinnert, wie er in die Welt der Kappa stolperte, nachdem er beim Bergsteigen auf einen Getroffenen und ihm gefolgt war. Seine Schilderung der Welt der Kappa beschreibt einen seltsamen, überirdischen Ort, dessen Werte das Gegenteil der menschlichen Gesellschaft darstellen sollen. Literaturwissenschaftler würden behaupten, dass es sich bei der Geschichte tatsächlich um eine bissige Satire der japanischen Gesellschaft handle. Erinnerungsnotiz? Ja, wahrscheinlich gibt es auch ein Tutorial, vermutlich. Für den Bogen. Pfeil und Bogen nutzen. Zwischen Bogen ätherisches Weben wechseln. Du kannst auch E gedrückt halten, um das Angriffsrad zu öffnen und den Bogen auszurüsten. Halten und Bogen zielen, halten und los anspannen und schießen. Mit dem Bogen kannst du Besucher aus der Ferne besiegen, ohne gesehen zu werden. Kopfschüsse sind besonders effektiv. Pfeile unterliegen den Gesetzen der Schwerkraft, also ziele je nach Distanz etwas höher. Okay, das war der Grund, warum ich das eben nicht getroffen habe.
Ha. Naja, das war ja die Toilette. まださっきの石があるはずだ。探すぞ。 どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。 暇はないぞ。なんだ。近いぞ。周囲をよく観察が本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。 Ich war so fasziniert davon, wie sich die ganze Welt gewandelt hat. Ich wollte mir das eigentlich alles in Ruhe anschauen. よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。 Da hinten ist einer der Slendermans. Ja, ich weiß, sie heißen anders, aber sie erinnern mich einfach so sehr an ihn. Da ist jemand. これは。さっきのはこいつの仕業か。おうぞ。 Einer der Masken, Leute, ne? Hania kann es nicht sein, sonst hat er Hörner. Wahrzeichen entdeckt in Sancho. Mal kurz gucken in der Datenbank. Ja, springen muss mit Space Geistersicht aktivieren. Die Geistersicht enthüllt Spuren von Seelenenergie an Objekten, anhand derer du Leute und andere Dinge von Interesse verfolgen kannst. Außerdem entdecke interessante Orte, Besucher, Tori, Geister, Yokai etc. Enthülle Schwachpunkte mächtiger Besucher sowie Verderbniskerne und Barrierensteine. Finde Schlüsselgegenstände, Nahrung, Relikte und KKs Aufzeichnungen. Sprich mit Tieren. Bei Aktivierung der Geistersicht wird eine Glocke aktivieren, wenn etwas Besonderes in der Nähe ist, wie Jizu-Statuen, Opferkästen oder Omikuji.
これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。そう、何か見える。汚れの中心だ、破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。 Verderbnis und Geister. Manche Geister sind im wuchernden Verderbnis gefangen. Mit der Geistersicht Tab kannst du die Quelle der Verderbnis aufdecken. Sobald du diese Quelle zerstörst und die Geister befreit hast, kannst du sie absorbieren. In Sancho. Früher war dies das Herz Shibuyas und beherbergte einst das größte Kaufhaus Tokios voller berühmter Marken. Heute vermittelt dieser in die Jahre gekommene Stadtteil mit der Atmosphäre eines vergangenen Zeitalters ein Gefühl von Nostalgie. Sagi ni susumou ze. が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか？さあ、どうだろうな。Mission beendet. Nebel beseitigen. Ich habe schlechte Laune. Müllentsorgung am Schrein. Wenn Sie Müll hinterlassen oder Abfall in unserer heiligen Schrein entsorgen, wird Ihnen die volle Weihungsgebühr für die Bereitstellung Ihrer eigenen Grabstätte berechnet. Ah, hier sind noch mehr.近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。Muss bald wieder Katashiro kaufen. やばい、戻らなきゃ。Ah, hier ist Nebel, verdammt. Was habe ich jetzt für Essen gefunden? Onigiri Lachs. Ein Onigiri mit leckeren Lachsstücken.
Experten gehen davon aus, dass Sachs im Osten Japans seit der Jomon-Periode 12.000 vor Christus bis 1.000 vor Christus eine wichtige Nahrungsquelle darstellten, was auf eine lange Tradition der Fischerei in Japan hindeutet. Shiruku. Eine Dose Shiruku ist ein japanisches Dessert aus süßer roter Bohnenpaste mit Mochi-Bällchen. Spiritualität am Straßenrand. Ich habe eine Jizu-Statue. An Jizu-Statuen beten. Das Beten an Jizu-Statuen erhöht dauerhaft deine maximale SK, die für das ätherische Weben nötig ist. Mimamotte kureso. So da na. Mega nice. あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。 天狗か? Oh. あいつを使えばビルの上に行けそうだな。 Halte Zähler auf ein Tingle und drücke Space zum Greifen. ああ、そう。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。 Greifen und gleiten. Mit Greifen und gleiten kannst du dich durch die Luft schwingen. Greifen, greife mit einem Draht durch einen nach einem Tengu und benutze ihn, um dich schnell in die Luft zu ziehen. Halte rechte Maustaste gedrückt, ziele auf ein Tengu und drücke dann Space zum Greifen. Gleiten. Halte Space gedrückt, während du in der Luft bist, um über eine kurze Distanz zu gleiten. Wenn du Space loslässt, fällst du. Tengu sind Yokai, die bekanntermaßen in bergigen Regionen ihr Lager aufschlagen, aber aus irgendeinem Grund hat es eine Schar von ihnen in die Stadt verschlagen. Einige Yokai, wie zum Beispiel die Tengu, können sie vielleicht als hilfreich erweisen. Da oben sind auch Geister. Ich verstehe irgendwie noch nicht ganz, wie das mit den Tengus funktionieren soll. Ah. Wir müssen also nah genug ran sein. Hier. Sehr gut, ich gehe schon weg. Jetzt kann ich hier runterspringen. Errungenschaft freigeschaltet, Wegbereiter. これでまた霧が消えた. Ah, 助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ. Weiter erkunden mit Nebenmissionen. Neben der Haupthandlung gibt es eine Reihe von Nebenmissionen, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Diese Missionen umfassen verschiedene Aktivitäten, darunter übernatürliche Untersuchungen von Yokai und die Rettung verirrter Geister. Sie haben keine Auswirkungen auf den Fortschritt in der Haupthandlung. Die Startpunkte von Nebenmissionen werden im Kartenmenü angezeigt. Ich habe aber echt Bock auf Nebenmissionen. Sashiki
Nehmen wir es dann. Sashiki Warashi. Ein Geist scheint etwas zu sagen zu haben. Und hier Tiefenreinigung. Ein Geist scheint etwas zu sagen zu haben. Erstmal die Katalogie aufheben. Akte 088. Eine Aufzeichnung von einem Wissenschaftler, der über Familien und Katzen spricht. Errungenschaft freigeschaltet. Echo der Vergangenheit.私の手にマヒが残ったことを気遣ってくれたようだ。そのことは一切触れなかったが、それも彼らし。とりあえず最初は日記として使う。今朝の話、娘から猫を飼いたいとお願いされた。妻も聞いていたと思うが、帰ったら改めて話をしないとな。ペットを飼うのは娘の教育にもいいだろう。だが、ペットはいずれ飼い主より先に死んでしまう。 あの子はそのことを理解しているのだろうか。それよりも、ちゃんと世話をするかだ。気づいたら私が世話をしていることになりそうだ。 Ah, Herumtreiber. Besucher, die aus dem Wunsch zu fliehen entstehen. Ihre Eingeweide sind völlig leer. Sie schweben in der Luft und greifen von oben an. Da sind die Tengu. Eine mystische Art von Yokai, die tief im Inneren von japanischen Gebirgen hausen soll. Sie besitzen außergewöhnliche, mächtige, übernatürliche Kräfte und alle möglichen rätselhaften Vorfälle in den Bergen werden den Einfluss von Tengu zugeschrieben. Ein solches Phänomen ist auf Japanisch als Tengu Daoshi bekannt, was sich als Tengu-Fall übersetzen lässt. Dabei hört man mitten in der Nacht, wie ein Baum umstürzt, doch am Morgen gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies wirklich passiert ist. Kleine Steinschläge, die plötzlich auf Menschen niederregnen, werden als Tengu Tsubute, Tengu-Kiese bezeichnet. Aufgrund solcher Geschichten und der Fähigkeit der Tengu, Menschen Schaden zuzufügen, werden sie gleichermaßen gefürchtet und respektiert. Es gibt aber auch Geschichten, in denen die Kreaturen ihre Kenntnis der Kampfkünste mit Menschen teilen, die sie mögen. Minamoto no Yoshitsune, ein berühmter Feldherr des 12. Jahrhunderts, soll seine Schwertkünste von dem Tengu auf dem Berg Karuma bei Kyoto gelernt haben. Wieder andere Legenden berichten von Menschen, die in Tengu verwandelt werden, beispielsweise buddhistische Priester, die während ihres Lebens Arroganz und Groll anheimfallen. Nach ihrem Tod finden sie sich im Reich der Tengu, dem Tengudo, wieder. Auf dieser Legende basiert eine japanische Redensart, nach der sich hochmütige Personen in Tengu verwandeln. Weiter kommt mit Nebenmissionen. Da haben wir wieder alles. トリを浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。 Der japanische Kalender, Eintrag 3. Kanatsuki, um den Monat Oktober herum. Der 10. Monat im traditionellen japanischen Mondkalender. Das mittlere Kanji im japanischen Wort für Kanatsuki wurde ursprünglich nicht wegen seiner Bedeutung, sondern nur wegen seines Klangs benutzt. Dies mag zunächst unwichtig erscheinen, jedoch geht man nur nach dem Klang, bedeutet er so viel wie Monat der Götter. Geht man jedoch nach der Bedeutung, steht Kanatsuki für Monat ohne Götter. Obendrein kommt hinzu, dass dies der Monat ist, in dem sich die Shinto-Götter im Izumi-Tasha-Schrein einfinden sollen. Demnach kann hier zweideutig interpretiert werden. Entweder versammeln sich die Götter in diesem Monat, oder sie verlassen ihren regulären Heimstätten und sind deshalb in diesem Monat abwesend. Direkt über mir. Wie ich eigentlich rüberfliegen wollte, aber anscheinend geht's nicht. Oh! Hi! Nanda! Drachen, ein Spielzeug, das man fliegen lässt, häufig während des Neujahrsfests.
Das war nicht meine Absicht. Ach, da sind sie. Woran denkst du gerade? Gehen wir etwas zu essen? Ja. Yoshi. Watabe. Oh Mann, das schmeckt aber gut. Awatezu ni tabe na. Chotto genki ni natta ka na? Hara ga hette tan daro na. Geld gegeben. Danke! Okay, er denkt, der Name bedeutet Böses. Ja, tut er auch. Okay, da kann ich nicht hin. あの建物の周り、やたら結晶が多いな。 So, zuerst nehmen wir es. Arcade-Event-Flyer. Ein weiteres Ranglistenturnier steht an. Es ist bald soweit. Das 37. Ranglistenturnier von Special Fighting Heroes 3 Version 2.2 erwartet uns. Seht den vielen treuen Fans des Beat'em-Up-Klassikers dabei zu, wie sie alle Charaktere und Mechaniken bis auf letzte ausreizen. Neue Spieler sind ebenfalls willkommen. Wann? Jeden Mittwoch. Einlass ab 19 Uhr. Das Turnier beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittspreis 500 Yen. Nach dem Turnier kann kostenlos gespielt werden. Akakadomi im Untergrund von Shibuya. Da ist der Geist. Die 100 beliebtesten Origami. Origami ist die Kunst, 15 cm große bunte Papierquadrate zu faszinierenden Figuren zu falten. Die Kunstform entstand während der Edo-Zeit im 16. Jahrhundert. Schlag ein neues Kapitel auf, um dich in der Welt des Origami voll zu entfalten. Von Kranichen und der Schuriken bis hin zu bekannten Charakteren. Wir zeigen, wie sie gemacht werden. Kraninchen. Ja. Grüß Gott. Okay, Glückskatzen geben richtig viel Schotter. Gibt's hier noch irgendwas? Dann reden wir mal mit dem Geisterfreund. Asoko ga anna funi natcha oshimai da yo.
Alter Mann, sorgt sich um Wasser. あそこは君が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな。この辺りだと。 Ich finde einen Ort mit stehenden Gewässern. Mataka! Okay, das Kämpfen muss ich wirklich noch lernen. Könnten dann stehende Gewässer sein. Ah, irgendwo in diesem Bereich. Also dieses Mal kann ich mich anschleichen. Ich muss Katashiro kaufen. Ah ne, da oben ist es also. Ich habe hier schon ein Geistermädchen wieder gesehen. Und dann nicht hier. Was ist da nach oben? Minimarket. Hey, Tabako, suchst du? Warum? Suitegara, ist es doch festgelegt. 絶対に嫌だよ。 山で売ってるのかよ。 あ、 ich brauch Katashiro。 Ja. Danke. 無駄遣いするなよ。 わかってるよ。 Oh Mist.
なんとかなったか。Ist das Flügelschlagen? Ein bisschen Tango hier? Mada, mada, ist so, oder? Oh, was ist mit dir los?食べ。慌てずに食べな。Danke。Das sind Krähenschwärme. Das heißt, da müsste ein Schrein sein, hä? Ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem stehenden Gewässer.銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。Okay, dann werden wir mal in der nächsten Folge die Quelle der Verderbnis hier suchen und finden. Bis dahin haltet ihr Ohren steif. Wir sehen uns. Tschüss. Guck!